Kenners, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf Train. Endlich mal wieder eine gescheite Map und nicht immer nur Mirage und das 2. Sie machen einen richtigen Go? Sehe ich das hier? Naja, nicht wirklich. Ich dachte, sie machen einen Go, aber irgendwie doch nicht. Okay. Vulture und er wissen nicht so genau Bescheid, was sie machen sollen. Oh, er zappelt aber ordentlich. Holla die Waldfee, habt ihr das gesehen? Er hat gerade seinen Mate einfach tot geneift, also mehrfach geneift, bis er gestorben ist. Da würde ich sagen, ist auf jeden Fall, Griefing am Start. Einmal knifen, okay, passiert. Nochmal knifen, Also die CTs kommen jetzt gerade von hinten angeschlappt. Er will überhaupt nicht auf B legen, er läuft einfach rum. Ah, doch. Hat sich ein bisschen arg viel Zeit gelassen. Diese Overwatch-Demo ist wahrscheinlich auch sehr lang, beziehungsweise dieser Fall ist einfach sehr lang, weil es hat nämlich extrem lange gedauert, den runterzuladen. Ich gehe davon aus, dass wir einiges, also viele ausgespielte Runden sehen werden. Mal schauen. Also der Kollege macht sich da in Connector bequem und wird weggeholt. Oh. Also wenn Diamond das nicht... Wow. Er hat es nicht gehört. Okay. Passt mal auf sein Aim auf. Also er zappelt schon echt rum, ne? Gerade eben zumindest bei Vortex wieder. Bei Diamond? Aber bei Vortex ist die... dieses... dieses Nachregulieren. Ich weiß, dass das manche halt einfach so machen, aber es gibt auch... Es gibt gewisse Extreme, in die man als normaler Mensch eigentlich nicht geht. Ja, manche hakeln halt rum, wenn sie ballern, das weiß ich. Gerade wenn man dabei noch callt oder sowas, dann sieht es generell komisch aus, wenn man die Maus dann noch hochhebt und wieder absetzt und so, ne? Wenn man so ein bisschen grobmotorisch veranlagt ist. Aber das... Oh mein Gott, wie lang war denn der Firefight eben von zwei Leuten, die sich wirklich genau gegenüberstehen? Achtung. Oh, er hat ihn sehr spät gesehen. Richtet aber das Fadenkreuz immer wieder schön aus. Da hinten kommt gleich noch einer, ne? Den hat er noch nicht sehen können. Aber so wie er guckt, habt ihr es eben... Maus, bitte, sei mal hier. Habt ihr es eben gesehen, wie er erst nach links nach Popdog geguckt hat? Also fast genau auf den Gegner drauf, durch die Wand. Und danach nochmal genau nach... Okay, jetzt ist er auch voll gesteppt, der Gegner. Und ihn halt auch voll im Visier hat. Also so durch die Ränder des Bildschirms. Oh Gottes Willen, Alter. Wenn wir mal davon ausgehen würden, er hätte Vision Assist, dann hat er das ziemlich lappenhaft genutzt, diesen Vision. Damit hätte man wirklich schön den Kopfschuss drücken können. Das hätte sogar ich, alter Dackel, hätte das wahrscheinlich hinbekommen. Aber er fängt an, über den Kopf hinweg zu sprayen. Achtung. Oh, jetzt mit AWP ist natürlich immer kritisch. Er ist schon mal genau über ihm, ne? Er geht nicht nach links extrem, er geht nicht nach rechts extrem, sondern er bleibt auf ihm drauf. Als wüsste er, wo er steht. Zumal aus seiner Perspektive links... ja, eigentlich die Möglichkeit besser ist, rauszugucken als CT, oder? Weil die Leiter, ich finde, wenn man an der Leiter steht, bist du bist, das ist nicht nur was man findet, man ist einfach im Nachteil. Zum Gucken, zum kurz Peeken, okay, mag sein, dass das besser ist, als irgendwo richtig im gesamten Körper satt aufzuspringen. Naja. Bombe ist down, die haben sie ganz hinten liegen lassen, der letzte CT geht nach T. Jetzt wird gewartet. Na okay, da ist er weg, er kommt gar nicht mehr bis dahin. Seine Spielweise ist natürlich merkwürdig hinsichtlich der Informationen, die er zu haben scheint. Er geht vor. Er ist sich sicher. Oh, hat ein bisschen genascht. Er ist sich schon ziemlich sicher, dass da hinten jetzt keiner ist an der Kante. Das weiß er auf einmal. Ja? Vorhin noch wie so ein Wahnsinniger nach da hinten geaimt. Aber jetzt weiß er genau, da ist keiner. Die sind alle schon unten, die beiden. Also, ich denke mir natürlich meinen Teil und werde auch dementsprechend drücken, was ich glaube. Ihr könnt gerne sagen, was ihr ihm drücken würdet. Die City spielen übrigens auch oft jetzt so, dass sie sich irgendwie sammeln und dann zu dritt von hinten kommen. Also sie lassen A einfach komplett offen. Sehr merkwürdige Spielweise irgendwie. Okay, ja. Achtung, er kommt jetzt hoch. Lautlos kam er da hoch. Mag sein, dass er von hinten von seinem Kollegen gesehen wurde und er vielleicht gerufen hat, Achtung, da kommt die Treppe hoch. Aber man hat in seiner Perspektive gesehen, er sieht den, wie er da anfängt hochzukrabbeln und reagiert dann sofort darauf. Mal gucken, was die Cities jetzt machen. Ihr seht ja, die Karte ist jetzt ja in dem Fall hier nicht verdeckt. Sie teilen sich eigentlich ganz gut auf jetzt und ich bin gespannt, ob sie auch sitzen bleiben. Vor allem, wenn jemand auf B kommt, ist es doch eher untypisch dann, nicht über Connector auf B zu gehen, sondern sich zu sammeln und sogar noch über den T-Spawn, aber dann ganz hinten auf B zu gehen. Ist irgendwie komisch, wenn das alle machen. Also zur Einschätzung des Ranks hier, des Spiels. Das wirkt halt jetzt auch nicht wie so ein absolutes Profispiel. Eher so Gold vielleicht, oder? Ist das Gold oder vielleicht Untergold? Gucken wir an den Lurch, den Verschissenen. Oh. Sie haben wieder eine Runde verloren.
Obwohl es eigentlich erstmal gar nicht so schlecht aussah. Pass auf, lässt er den jetzt nah rankommen. Wisst ihr, dieses Pieken am Bildschirmrand ist natürlich sehr merkwürdig. Und dann auch noch wahnsinnige Skills von ihm. Das ist auf jeden Fall ein langer Fall. Wir sind jetzt schon bei 7 Minuten 15. Ich werde das Ding hier auf jeden Fall schneiden, weil mir eben aufgefallen ist, dass ich auch gar keine Musik an habe gerade. Das heißt, die werde ich ja noch hinzufügen. Wie geht's euch eigentlich so? Alles gut bei euch? Gute Besserung natürlich an alle, die aktuell krank sind, ne? Schön zu Hause bleiben, nur wenn es nötig ist, rausgehen. Also zur Arbeit, zum Einkaufen und so weiter. Um das hier auch nochmal oder wieder gesagt zu haben. Chillt. Eindämmen. Am besten so gut wie niemanden sehen, treffen und so weiter. Sondern, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart ist, für den einen oder anderen mal 2, 3, 4 Wochen möglichst zu Hause zu bleiben. Okay, okay, okay. Er plantet. Er weiß, wo sie sind. Eben auch wieder die Sicht nach oben. Ne? Er kann gar nichts sehen. Also, wenn du hinten sitzen würdest, genau hinten und da hingeplant hättest, klar, würde ich auch behind schauen, ob da einer durchkommt bei Little Ramp. Aber so durch diese Teile, er ist halt wirklich hart. Ich spreche es jetzt natürlich einfach mal aus, weil es wirklich extrem offensichtlich ist. Hart am Wallhacken. Er hat sie durchgehend im Blick, auch wenn er jetzt am Steppen ist und. Oh, er hat nicht so schick gelegt. Na, okay. Naja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's wirklich gut. Ich hoffe, dass ihr alle schön gesund seid, beziehungsweise schön in der Genesung drin seid schon. Dass alles super wird. Und natürlich auch, dass wir uns weiterhin sehen können. Morgen ist wieder Livestream, 18 Uhr. Kommt dran! Da hasseln wir wieder rein, ja? Denn so alleine sind wir gar nicht. Denn online kann man zusammenkommen und gemeinsam Spaß haben, ja? Was ihr natürlich auch außerhalb der Streams machen könnt. Kommt in die Steam-Gruppe, die Dummbabbler, kommt auf den Discord. Beides ist in der Videobeschreibung verlinkt. Verabredet euch und zockt gemeinsam. Keiner muss alleine irgendwie bei sich zu Hause rumhocken und versauern. Gerade gestern haben die Jungs Sneasel und Co. ihren ersten Global abgeholt. Also jetzt vor allem Sneasel. Chapeau! Ihr seid nicht alleine. Wir sind gemeinsam isoliert. Haut rein.